Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Asphalt 2. Wie ich versprochen hatte, kaufen wir uns ein neues Fahrzeug. Wir fangen einfach mal an mit dem Chevrolet 1969 Camaro. Er kostet 24.000 und wir haben 79.000 ungefähr. Jetzt natürlich ein bisschen weniger, jetzt haben wir 48.000. Und jetzt können wir zur Halle uns den Chevy aussuchen, damit wir den auftunen können. Machen wir einfach mal ein bisschen Turbo. Hochleistungsgetriebe. Und so weiter und so fort. Bis das Geld alle ist. Aber das kriegen wir ja schnell. Da habe ich nicht genug Geld. Da fehlen noch 180 Münzen. Wir können es natürlich jetzt noch umlackieren. Orange, Rot, Silber, Schwarz. Soll ich das sein? Eigentlich. Das soll schwarz sein. Sieht ein bisschen blau aus irgendwie. Dann noch eine schöne Flamme dran. Nehmen wir einfach mal die hier jetzt. Die Farbe, ach, können wir rot lassen. Die Reifen, ja, nehmen wir die. Und sagen wir mal, vielleicht gibt es ein schönes Blau. Genau. Nehmen wir das. So, jetzt haben wir unser Auto aufgetunt. Und werden mit dem die nächste Meisterschaft bestreiten. Das sind die drei Rennen. Wir fahren mit dem Fahrzeug. Gegen die sieben Gegner. Und das erste Rennen ist die Eliminierung. Und er geht schon ordentlich ab. Bei so einer schweren Strecke. Geht sehr viele Kurven und die Straßen sind nicht besonders breit. Ja, toll. Wie oft wir auch Unfälle bauen. Das liegt natürlich daran, weil ich so schlecht fahren kann, ne? Auch wenn ich in der ersten Folge gesagt habe, die Steuerung ist einfach, baue ich trotzdem so viele Unfälle. Driften tut auch gut, aber naja. So, es sind nur 5 Fahrer. Ich glaube, das Rennen könnten wir wieder gewinnen. Und ich glaube, uns steht nichts im Wege, dass wir auch den Pokal mit nach Hause nehmen. Nur noch 4. Nur noch 3. Nur auf der Karte, wie ich sehen kann, da sind wir weit vorne. Ja, aber es war natürlich so scheiße und gewinnt trotzdem. So, jetzt kommt das nächste Rennen und es wird das Radarrennen. Wenn wir das schaffen, gehen wir 4.000 Münzen schon auf den Flughafen. Das ist nicht schlecht. Gucken, wie viel wir schaffen werden. Wir müssen 176 da mal schaffen. Ob wir das schaffen, das weiß ich nicht. Und wir haben 163 km/h. Das schaffen wir auf jeden Fall besser. Drei, zwei, eins, los!
Das Blöde ist, beim Radarin kannst du kein Nitro einsetzen. Ich glaube, das haben wir hier nicht so, weil so scheiße wie ich fahre. Alter, das ist mit einer Kurve, das ist unschaffbar. So, ist der letzte Versuch jetzt. Wenn nicht, dann nicht. Und ich wollte mich entschuldigen, dass ich im... Ja, ich wollte mich dafür entschuldigen, dass ich, wenn ich den Titel schreibe, sag ich mal, dafür, dass ich dann mal LPT schreibe statt LP. Egal, ich schaff's einfach nicht. Also, ab sofort wird er jetzt immer LP stehen und wenn da mal LPT steht, dann spiele ich auch wirklich mit noch einem Kumpel zusammen, der auch dazu quatschen wird. Also, sorry dafür. Und jetzt starten wir wieder ein stinknormales Rennen. Dass wir hoffentlich auch wieder gewinnen werden. Zwei schöne Runden. Oben links könnt ihr ja sehen, wie sehr mich, sag ich mal, die Polizei verfolgt. Also auf welchen... Ja. Egal. Also sagen wir mal, wenn der Balken voll ist, dann kommt die Polizei und will mich sehr doll verhaften. Ja, ich habe die richtigen Wörter nicht gefunden, deswegen muss ich das ein bisschen komisch umschreiben, aber scheiß drauf. Ich würde eigentlich sagen Verhandlungslevel, ne? Da ist die Polizei schon, aber es ist noch nicht die höchste Stufe. Ich glaube, beim E kommt sogar schon der Helikopter. Boom! Warum unser Auto jetzt angehalten hat, weiß ich auch nicht, aber naja. Solange wir noch führen, ist alles in Ordnung. Obwohl, wir führen ja nicht so weit. Und in den nächsten Tagen werde ich wahrscheinlich noch ein altes Star Wars Spiel Let's Playen. Wahrscheinlich auch alleine. Wahrscheinlich, sobald City of Steam spielt, wieder läuft, meine ich, zocke ich, spreche nicht mehr alleine und werdet ihr auch ein paar andere Stimmen hören. So, nehmen wir jetzt das Motorrad und nehmen wir das Auto. Das Auto ist besser. Können wir, falls die Gegner Motorräder fahren, die einfach mal schön wegquetschen. Huch, das habe ich gar nicht gesehen. Und schon sind wir in Führung. Aber wenn auch sehr, sehr knapp, waren wir auch in Führung. Hier laut der Karte alles dicht bei dicht. Alter.
Na, diesmal kann ich nicht versprechen, ob ich das Rennen gewinnen werde. Aber ein Podestplatz ist auf jeden Fall drin, wenn ich nicht so eine Scheiße baue. Ach, Scheiße, ist das Helikopter, glaube ich, schon da. Ja, da ist er. Alter, was heißt Heli? So, Runde 2. Nochmal zurück zum Star Wars Spiel, was ich in nächster Zeit let's playen werde. Aber alleine, das ist Lego Star Wars, der zweite Teil, die klassische Trilogie. Wahrscheinlich kennt das fast jeder. Aber ich muss auch mal was Neues bringen, nicht nur andauernd Auto rennen. So, und ich glaube, das dann schaffen wir jetzt so locker. Weil wir haben auch gewonnen und das ziemlich eindeutig. So, jetzt kommt das nächste Rennen, ist die Eliminierung. Danach kommt noch ein Duell und dann werde ich wahrscheinlich schon die Folge beenden. Ich wollte normalerweise immer so 10 bis 12 Minuten aufnehmen, aber egal, ist mal diesmal ein bisschen Überlänge. Wieder auf dieser schweren Strecke. Alter, wie scheiße war das denn jetzt? Oh, ist ja wieder Eliminierung, ja. Toll, wie habe ich denn das schon wieder vergessen? Ich fahre die Rampe. Nee, fährt das Motorrad lang. Geht's dir noch gut, Auto? Ja, LKW fliegt einfach mal durch die Lüfte und spawnt dann mal einfach weg. Statt dass es irgendwo wieder auftaucht, verschwindet es einfach mal in der Luft. Oh, scheiß Helikopter. So. Damit haben wir auch das Rennen gewonnen. Und haben schon wieder 49.000 zusammen. Jetzt müssen wir gegen Dave ein Duell machen. Und es geht um 2.000 Dollar. Nee, es geht gegen Rico. Aber schaffen wir schon. Natürlich, das Motorrad, das ist ja noch besser. Kann man noch leichter wegbrechen. Wie der abgehoben ist. Wo ist denn der? So, der war die ganze Zeit direkt hinter mir noch. Ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben, welches Spiel ich als nächstes let's playen soll. Falls ihr auch mal einen in den Kommentaren schreibt, aber naja, ist ja noch der Anfang. Der Anfang einer langen Serie.
Also falls euch Wünsche einfallen, schreibt einfach unter dieses Video oder besser sagt immer unter die neuesten Videos einen Kommentar, welches Spiel ich als nächstes erstellen werden soll. Nein, ich halte nicht an. Kannst du vergessen, nicht mit mir. Schön Geld einsammeln. Haben wir über 5000, wenn wir das Rennen noch gewinnen, haben wir schon 7000 allein in diesem Rennen gewonnen und das könnte in den nächsten Cup vielleicht bedeuten, dass wir uns ein schönes Auto holen können. Auch das könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, welches Auto ich mir holen soll. Ich zeige euch am Ende nochmal, welche Autos es gibt. Also die Logos erstmal nur. Zeige euch einfach mal die Automarken dann. Bevor ich das Let's Play beende. So, 10.000 haben wir gewonnen. Und dann gehen wir mal zum Autohändler. So. Und ihr sagt einfach, welches ich da nehmen soll. Also zum Beispiel erste Reihe Nummer 5 oder so. Das wäre zum Beispiel in Deutsch. Und da gab es die zur Auswahl. Ich glaube, das mache ich morgen mal. Ich zeige euch mal morgen alle Autos. Und damit beende ich die Folge und sage ciao, wir sehen uns morgen. Und lasst doch gerne mal einen Kommentar da. Ciao.